Das Projekt heißt Bibeldorf. Das Schöne, wenn Sie unten durch den Laden durchtreten, reingehen, dann haben Sie nicht mehr das Gefühl, in Riedberg zu sein, sondern Sie tauchen ab in eine andere Welt. Wir haben ein kleines Dorf nachgebaut, wie die Menschen vor 2000 Jahren gelebt haben. Häuser, unterschiedliche Handwerke kann man angucken. Wenn die Menschen Bibeldorf hören, denken sie immer, sie fahren jetzt irgendwo hin und denken, da liegen jetzt 145 Bibeln oder noch mehr. Und dann blättern die da rum und rum und rum und rum. Und dann kommt irgendwie so eine Busladung aus Castrop-Rauxel hin und hört plötzlich, ah, Bibeldorf, da wollen die Männer schon mal gar nicht hin. Und dann schleppen die Frauen die Männer hier mit hin ab und so weiter. Und hinterher gehen die raus und sagen, Mensch, das war was für uns. Weil hier plötzlich irgendwie so eine Schmiede ist, wo sie dann auch erleben können, wie die Römer damals mit dem Blasebalg gearbeitet haben und geschmiedet haben und was weiß ich alles und so weiter und so fort. Dann erfahren die, dass Jesus kein Zimmermann gewesen ist, sondern ein Baumann, der eben halt mit Stein, Holz und Eisen gearbeitet hat und die Häuser im Prinzip schlüsselfertig errichtet hat. Dann lachen sie alle. Ja, und dann sage ich, hier, gucken Sie mal, das ist so ein typischer Schlüssel von damals und machen Sie doch mal die Kiste hier auf, die aus der römischen Zeit ist. Wir haben 2002 überlegt, wie können wir Gemeindearbeit und Jugendarbeit noch mal miteinander verknüpfen. Und dann war im Prinzip unser lang gehegter Gedanke auch hier umsetzbar. Unser heißt der von meiner Frau und mir, dass wir sozusagen Religion zum Anpacken machen wollen. Die Idee ist relativ schnell entstanden durch zahlreiche Studienaufenthalte im Nahen Osten, das heißt also von Syrien bis nach Ägypten und vornehmlich natürlich im sogenannten Heiligen Land, was sich heute so als Palästina, Israel, Jordanien darstellt. Und ja, da haben wir versucht, eben halt diese wunderbaren Ergebnisse hier nach Deutschland zu bekommen. Montags haben wir natürlich klassisch zu, da müssen wir auch mal ein bisschen aufräumen hier, von Dienstags bis Freitags. Und in dieser Zeit sind ungefähr 20 Klassen pro Woche hier. Und die werden ehrenamtlich betreut von Männern und Frauen, die Spaß haben oder Freude daran haben, jungen Menschen zu begegnen und erklären ihnen im Prinzip Hintergründe für die Bibel. Das heißt, wir haben wunderbare Frauen, die Kräuter, Heilkunde, Medizin, da ist eine Apothekerin zum Beispiel dabei, die hat da richtig Freude dran, das den jungen Menschen beizubringen, wie man auch Kräutersalze macht und wie man mit den Kräutern auch geheilt hat. Dann haben wir Leute, die in der im Holzarbeitsbereich dann erklären, was ist eine Ziehbank, was ist ein Ziehmesser. Wir haben einen kleinen nomadischen Bereich, Wüstenleben. Wie ist das Leben in der Wüste? Mit welchen Gefahren muss man rechnen? Mit welchen Schwierigkeiten hat man zu kämpfen? Und wir haben ein archäologisches Feld. In der Archäologie geht es, woher haben wir die Ergebnisse? Woher wissen wir, wie die Menschen vor 2000 Jahren gelebt haben? Und da kann man dann selber graben und ein altes Haus ausgraben, das wir auf dem Tel Seraa in Jordanien mit ausgegraben haben. Die Erfahrung ist so, dass wir vor Jahren festgestellt haben, dass Jugendliche ohne ein gewisses Grundwissen heute in den Konfirmandenunterricht oder in den Religionsunterricht der einzelnen Schulklassen hineingehen. Und wie will man damit umgehen? Es gibt viele Möglichkeiten und es gibt viele gute Wege. Für uns persönlich, aus unseren persönlichen Lebensläufen heraus, ist es eigentlich eher so eine Pädagogik des praktischen Anpackens gewesen. Und wir machen die Erfahrung, dass die Neugierde eigentlich steigt. Und wenn die Neugierde an diesen Themen steigt, dann hat man auch eine Möglichkeit, auf eine tiefere Ebene zu gehen. Ich fand's sehr cool. Erst langweilig, weil ich hätte gedacht, das ist mehr mit Bibel und so. Aber jetzt eigentlich relativ gut. Ja, ich finde das cool aufgebaut, wie das hier alles gemacht wurde. Das finde ich schon besser, als nur zuzuhören. Schulklassen, es sind viele Erwachsenengruppen, die aus dem Umkreis hier von 150, 200 Kilometer kommen. Wir haben Konfirmandengruppen, Firmengruppen, Kommunengruppen. Aber es kommen auch Gruppen von weiter her, aus Süddeutschland, aus Reutlingen kommt regelmäßig eine Schulklasse für eine ganze Woche, die dann hier auch mal eine ganze Woche lebt, wie vor 2000 Jahren. Offensichtlich zieht das. Sonst würden die Besucherzahlen nicht von 3000 auf 30.000 innerhalb von 10 Jahren hochgegangen sein. Wir waren 14 Leute, die angefangen haben. Die Faszination ist dann langsam auf die Gemeinde übergesprungen, sodass sich die ganze Gemeindearbeit geändert hat. Und inzwischen ist Bibeldorf evangelische Kirchengemeinde Riedberg. In Westfalen gibt es einen wunderbaren Satz, der heißt, der liebe Gott tut nichts als fügen. Und so haben wir das dann auch verstanden und so ist das dann hier gewachsen. Die Saison als solches geht immer vom Frühjahr bis zum Reformationstag am 31.10. Dann haben wir ungefähr 4 Wochen harte Aufbauphase hier, damit wir das ganze Bibeldorf umbauen zur orientalischen Weihnacht.
Und ja, dann haben wir hier kleine Lädchen und Bütchen. Dann gibt es ein Anspiel auf dem Weg nach Bethlehem. Dieses Anspiel wird von unseren Leuten dann theatertechnisch betreut. Da kommen dann die Leute von nah und fern, also viele aus dem Ruhrgebiet und aus den Kasseler Gegenden, um sich dann hier ganz anders auf die Weihnachtstage einzustimmen, als man das dann eben halt in den großen Kaufhäusern unserer Städte dann so erleben kann. Alles hat gefertigt aus dem Ton vom Ufer des Jordans. Cool, das ist richtig geil, muss ich sagen. Letztes Jahr waren wir auch hier Weihnachten und es ist mal so schön, es ist so nicht so aufregend, es sind alle so besinnlicher und es gefällt mir sehr gut hier. Auf jeden Fall der andere Blick, die ganze soziale Hintergründe der Zeit damals, schon interessant. Schon total beeindruckend und begeisternd auf jeden Fall. Ich habe jetzt die ganzen Jahre, die da schon gemacht wurden, immer geholfen und ich habe die Führung selber gestern zum ersten Mal gesehen und ich bin wirklich begeistert. Also das ist wirklich, wirklich gut geworden. Also es verbessert sich von Jahr zu Jahr. Ich finde es sehr gut hier. Es ist eine sehr willkommene Alternative zu den herkömmlichen und kommerziellen Weihnachtsmärkten. Ja, wir haben halt kleine Kinder auch, die sind auch religiös erzogen und wir in dem Zusammenhang genießen wir das auch, die Kinder da mit einzuführen in diese Geschichte und in diese Situation. Also ich finde, es passt sehr gut eigentlich in die Zeit, denn wir brauchen Aufbrüche. Wir brauchen in der Kirche, glaube ich, mehr Bewegung, mehr Reformen, um Menschen wieder neu zu erreichen. Wir haben einen deutlichen Traditionsabbruch in den kommenden Generationen. Man wächst nicht mehr natürlich mit kirchlichen Traditionen auf. Und hier braucht es, glaube ich, neue Formen der Begegnung. Und die sind hier gerade eben in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern auch erreicht.